Hallo und herzlich willkommen zu den Totter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Letzte Woche gab es einigen Aufschrei über meine Shutter News. Ich konnte mir sehr, sehr viele Kommentare durchlesen und ich möchte heute mal auf einige eingehen. Denn wie ihr ja gesehen habt, habe ich die Panasonic S9 richtig runtergemacht. Ich finde das auch einfach eine Problemkamera und da habt ihr mich dann jetzt noch korrigiert und da bin ich auch froh drüber. Da habt ihr mir nämlich gesagt, erstmal die Fotos in RAW sind auch in 14 mit möglich, halt nur im Einzelbildmodus. Das finde ich okay, ich nehme also da meine Kritik zurück. Und mir habt ihr auch gesagt, dass diese fehlenden Video-Features, wie jetzt zum Beispiel nur 15 Minuten in 4K aufzunehmen, gar nicht so schlimm ist. Ihr nehmt sowieso nur 10 Minuten Video auf, das sollte also gar nicht so schlimm sein. Habe ich also gesagt, gut, stört wohl doch nicht so viele Leute. Und dann, wenn dann noch einer geschrieben hat, dass diese Kamera auch eigentlich gar nicht so für Filme machen gedacht sei, sondern eher auf Fotografieren fokussiert ist, dass das auch gar nicht so wichtig ist und man, wie gesagt, eher damit Fotos machen will und nur videotechnisch dann so nebenbei was mal aufnehmen möchte. Trotzdem finde ich dann jetzt aber hier auch wieder nicht so schöne Kamera. Denn wie gesagt, elektronischer Verschluss plus 14 Blit plus halt also sozusagen auch Rolling Shutter ist halt keine gute, so gute Kombo. Ich mag es wirklich gar nicht, wenn ich dann auf einmal irgendwelche schwarze Linien in meinem Bild habe, weil ich eben die falsche Verschlusszeit gewählt habe. Ich meine, ich fotografiere auch manchmal mit dem elektronischen Verschluss, zum Beispiel in Street-Fotografie-Situationen, wo ich einfach sehr, sehr leise sein muss und einfach so unauffällig sein möchte wie nur möglich. Dann sind es halt aber auch meistens eher so welche Situationen, wo man halt wenig Bewegung drin hat. Und ich habe halt auch nun mal die Möglichkeit, auch direkt wieder zum mechanischen Verschluss umzuwechseln. Bei der Lumix S9 halt eben nicht. Und da ich jetzt auch nicht nur Kritik an einer Kamera ausüben möchte, möchte ich auch eine Alternative zu dieser S9 bieten. Denn es gibt genauso eine Kamera, die eben diese Anforderungen nun mal erfüllt und sogar noch besser ist und sogar noch günstiger. Ich finde, die Sony A7C ist nämlich dafür noch viel besser geeignet. Hierbei die erste Version, nicht die zweite Version. Wir wollen es ja günstig halten. Auch selbst die erste Version ist noch super dafür geeignet. Denn man muss sagen, Retro-Design ist weniger als bei der Lumix S9, aber mit dem schönen silbernen Griff hat man immer noch einen sehr schönen Look drauf und klein ist diese Kamera auch, also kompakt kann man da so wirklich sagen, 10 von 10. Diese Kamera hat dazu noch einen super Autofokus und, auch das Wichtigste, einen mechanischen Verschluss. Und sie hat zwar einen etwas schlechteren Sucher, aber immerhin besser als gar keinen Sucher für die Fotografiehand nun mal zu haben. Und hier ein Argument, was für mich extrem wichtig ist, ihr habt so viele Objektive zur Verfügung wie bei keinem anderen Hersteller. Das Objektiv, was ich momentan sehr attraktiv finde für Streetfotografie, ist das SLR Magic 35mm 1.2. Das kostet nur 230 Euro für Sony E-Mount und damit perfekt. Es ist zwar ein manuelles Objektiv, hat aber dafür ein wunderschönes Bokeh und für einen Preis von 230 Euro ist das eigentlich wirklich unschlagbar. Dieses gibt es nur für den Sony E-Mount und den Fuji X-Mount. Klar, es gibt auch Objektive für Panasonic, aber halt nun mal sehr, sehr viel weniger Auswahl als bei Sony. Und günstiger ist diese Kamera auch noch. Sie kostet 1500 Euro mittlerweile auf Idealo und nicht halt 1700 Euro bei der Panasonic S9. Nachteile gegenüber der Panasonic S9 gibt es hier aber auch, die ich natürlich auch sagen möchte. Sie kann nur 8-Bit statt 10-Bit Video. Was ich aber immerhin viel, viel weniger schlimm finde, als diese 10 Minuten und 15 Minuten Aufnahmelimits. Also damit könnte ich mehr leben. Und noch ein weiterer Nachteil, worüber ich mich jetzt nicht aufregen würde, aber den vielleicht auch noch manche nicht so schön finden, ist, dass man einfach nicht so viele Presets und LUTs zur Verfügung hat. Man kann sich jetzt also nicht 39 LUTs auf die Kamera draufladen. Man muss sich halt da einfach dann mit diesen Presets, mit Schwarz-Weiß und diesen ganzen Filmlooks halt in der Sony-Kamera halt zufrieden geben. Da kann man sich keine einfach noch dazu installieren. Für mich aber wie gesagt nicht schlimm, denn ich würde sowieso nur mit der Kamera in RAW fotografieren und dann hinterher dann meine Filmlooks per Dehancer dann draufpacken. Da hat man alle Filmlooks, die man haben will und einfach mit Top-Qualität. Man kann anpassen, wie viel Blumen und wie viel alles man da drin haben will. Das würde mich auch nicht stören. Also jetzt nochmal zusammenfassend. Ich habe viele Kommentare bekommen, die mir gesagt haben, ey, sie haben genau auf so eine Kamera gewartet und ich werde sie mir jetzt auch kaufen. Einige haben sich die schon gekauft und sind vollkommen zufrieden damit. Für mich ist sie allerdings aber keine Kamera, denn sie hat für mich einfach viel zu viele Nachteile. Und wie gesagt, es gibt halt nun mal auch bessere Alternativen. Wer aber mit diesen Kompromissen zurechtkommt, finde ich, ist das immer noch eine tolle Kamera. 14-Bit jetzt RAW-Aufnahme, auch wenn das nur der elektronische Verschluss ist. Wenn man damit jetzt nicht schnelle Objekte fotografiert, wird man damit auch genauso gute
zum Beispiel auch Naturaufnahmen machen können, wie zum Beispiel mit einer anderen Kamera. Hier ist der Ben aus der Zukunft, denn ich habe noch zu verkünden, dass so gerade eben das Sigma 28 bis 45 mm mit der Blendenöffnung 1.8 veröffentlicht wurde. Hier kurzer Disclaimer, ich habe das Objektiv selber nicht zum Testen gehabt, hier aber nur mein Ersteindruck von den ersten YouTube-Videos, die darüber so sprechen. Das Sigma 28 bis 45 mm ist ein internes Zoom-Objektiv und damit perfekt für Gimbal-Videoarbeiten, da man halt einfach auch zoomen kann und dann halt nicht trotzdem mal nochmal irgendwie neu stabilisieren muss, das Gimbal. Das geht also hiermit wirklich super. Das Objektiv hat keinen Stabilisator eingebaut, finde ich jetzt aber auch okay, dann wäre das Objektiv sonst noch größer geworden und es hat nämlich schon noch eine sehr größere Größe und natürlich auch ein Gewicht, ist klar bei so einer Brennweite und bei so einer Offenblende. Dafür hat er aber auch keinen Stabilisator. Finde ich aber auch noch okay, die meisten Kameras haben ja halt heutzutage einen Stabilisator. Und da es für Filmarbeiten genutzt wird, werden das dann auch viele Leute wahrscheinlich mit einem Gimbal nutzen. Die Schärfe des Objektivs soll in der Mitte wirklich sehr gut sein. Perfekt, auch bei 1.8. Nur in den Rändern lässt es dann halt nochmal nach. Und bei Abblendungen auf zum Beispiel Blende 4 hilft das dann schon nochmal bei der Schärfe. Und es sieht dann schon mal viel, viel besser aus. Die ersten Videos haben nur an dem Objektiv kritisiert, dass es etwas mehr Fokus-Breathing hat. Also für diese Fokusverläufe von nah auf fern soll es wohl nicht so gut geeignet sein. Hier muss man aber auch beachten, dass dann die Objektive vor der Veröffentlichung, da könnten also auch noch Fehler drin sein, die dann in den richtigen Objektiven nicht drin sind. Also auch so welche Sachen wie Autofokus oder halt auch Focus Breathing können sich nochmal in den Original halt Objektiven verändern. Also hier sollte man dann vielleicht noch ein bisschen länger warten und auf die richtigen Reviews dann von diesem Objektiv warten. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Specs und der optischen Qualität, sollte man sich dieses Objektiv kaufen? Ja oder nein? Kommt drauf an. Ich finde, meiner Meinung nach, ich bräuchte es nicht. Es würde theoretischerweise drei Festbrennweiten ersetzen. Einmal ein 28mm, ein 35mm und theoretischerweise noch so knapp ein 50mm mit der Blendenöffnung 1.8. Nur für mich ist halt immer noch der Vorteil, dass diese Festbrennweiten halt nun mal viel, viel leichter sind und man sie einfach viel besser und einfacher auch mal schnell mitnehmen kann. Und dieses Objektiv verbraucht halt schon nochmal eine gewisse Größe. Und es ist halt wieder ein Zoom-Objektiv, was ja dann auch so ein bisschen den Reiz einer Festbrennweite ausmacht. Die Festbrennweite macht es ja auch so ein bisschen aus, dass man halt so ein bisschen begrenzt ist. Das kann man positiv oder negativ sehen, aber ich würde mir dann lieber doch noch so Festbrennweiten kaufen, anstelle dann dieses Objektivs. Für professionelle Filmemacher finde ich dann aber schon, dass das wirklich ein eigentlich perfektes Objektiv sein könnte, denn 28 bis 45 mm ist so eigentlich das perfekte, so als Standard Brennweite. Bei den A-Roll-Aufnahmen wird man immer so welche Brennweiten wie 28, 35 oder 45 mm benutzen und dann als Zweitkameraansicht dann 70, 85 mm und dafür ist dann dieses Objektiv also perfekt geeignet. Ich würde mir es nicht kaufen, vor allem auch für den Preis von 1499 Euro. Für mich wäre es nicht, aber ich kann verstehen, wenn das auch einige kaufen, denn es ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr schönes Objektiv, was ja jetzt sozusagen von der älteren Generation des 18-35mm Objektivs für APS-C abgelöst wurde. Dieses Wochenende habe ich mit meiner Familie einen Familienausflug gemacht nach Frankfurt. Und natürlich mussten wir auch wieder bei sämtlichen Kamera-Objektivladen vorbeikommen. Wir sind einmal im Leica-Store gewesen, wo wir die schöne Leica Q3 SL, nicht SL, M11 ausprobiert haben und sogar eine Sofortbildkamera. War wirklich sehr schön. Aber worauf ich mich hauptsächlich fokussiert habe, sind die beiden Objektive, nämlich einmal das Sigma 150 bis 600 mm Sports und einmal das Sony 200 bis 600 mm. Die habe ich nämlich beide ausgetestet. Und ich kann jetzt sagen, ich bin klar der Typ Sigma. Ich möchte mir als nächstes Objektiv wirklich so ein Telezoom anschaffen, damit ich auch mal dann so ein bisschen Wildlife-Fotografie machen kann, Vogelfotografie, sonst alles was. Das finde ich sehr spannend und möchte auch diese Bilder machen können. Ich habe momentan schon von meiner Sony A77 Spiegelreflexkamera schon so ein halbwegs Telezoom und mir hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht und möchte dann jetzt auch mal upgraden. Und das Tamron war eine Option, ist auch mit dem jetzigen Preis von 1050 Euro wirklich sehr günstig. Nur das Sigma und das Sony kommt mir halt jetzt nur mit den 600 mm nochmal etwas attraktiver vor. Bei dem Sigma hat mir der Innenzoom nicht wirklich gefehlt. Man muss zwar wirklich nochmal sehr, sehr weit rumgreifen, damit man auf 600 mm kommt, aber es gibt ja auch diese Möglichkeit, einfach dieses vorne, diese Haltung zu nutzen und einfach nach vorne zu schieben. Das geht dann auch wirklich dann sehr schnell und kann man das nutzen. Mir hat nur der Verkäufer gesagt, das soll nicht so gut
gut sein fürs Objektiv. Das sei nicht so gut für die Verlagerung, für die Gewichtsverlagerung. Wenn das aber Sigma sagen sollte, dass das okay ist, dann ist das okay. Man sollte sich jetzt nicht auch irgendwie auf irgendwelche YouTuber vertrauen, die es einem gesagt haben. Sonst habe ich aber auch beide Objektive mit dem Autofokus ausprobiert. Das Sony hatte ich zuerst und ich muss sagen, das war wirklich sehr gut im Autofokus, hat mir gefallen. Aber mit dem Sigma habe ich jetzt auch keine Autofokus-Probleme gehabt. Muss man jetzt auch wieder dazu sagen, ich habe wirklich nicht viel Autofokus getestet. Ich habe nur einmal meinen Freund auf die Kamera zulaufen kommen lassen. Das war nicht viel, aber so die ersten Eindrücke waren ganz positiv. Und ich glaube, ich werde mir das Sigma kaufen anstelle des Sonys. Das ist ja auch nochmal etwas günstiger. Und auch noch so welche weiteren Aspekte, wie dass es halt einfach zum Beispiel in meinen Rucksack passt und eine AK-Swiss-Platte direkt mit eingebaut hat. Es hat 50 mm mehr im Weitwinkelbereich. In manchen Bereichen ist es auch sogar noch lichtstärker als das Sony. Wie jetzt hier in dieser Tabelle zu sehen, hier sieht man nämlich, dass das Sigma noch etwas länger diese etwas offenländigere Blende halten kann als das Sony, was halt schneller dann zur Blende 6.3 abblendet. Momentan ist das Sigma auf den Preis von 1.300 € gesunken. Das war vor kurzem noch auf 1.430 €. Aber man muss halt auch dazu sagen, es war halt auch mal eine längere Zeit auf 1.250 € und darauf warte ich noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass es jetzt noch diesen Preis in nächster Zeit erreicht, damit ich mir das dann auch dann vielleicht in der Zeit von meinem Geburtstag kaufen kann. Aber gut, dann muss ich einfach noch etwas weiter abwarten. Ich möchte hier aber auch noch etwas anderes in meine Shutter News mit reinpacken, denn wie ihr auf meinem YouTube-Banner seht, steht da Foto, Video und aber auch Fitness drauf. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen reden. Denn momentan ist es nämlich so verbreitet, immer mehr Menschen nehmen Steroide zu sich. Ist auch klar, man fühlt sich wirklich super, man ist der Bestaussehendste in seiner Gegend. Und man denkt, wenn es meine Fitnessvorbilder das machen, dann muss ich das ja auch irgendwie so machen, um genauso auszusehen. Kann ich auch verstehen. Ich meine, ist es immer attraktiv, einfach mehr Muskeln dazu zu bekommen. Andererseits muss ich dann aber auch immer dann bedenken, man muss das dann ein Leben lang zu sich nehmen. Man kann nicht mehr aufhören, denn dann verliert man die ganzen Muskeln, die man dann mit diesen Steroiden aufgebaut hat, wieder zurück. Und das will man ja eben nicht. Das wäre ja eine Schande. Also musst du dein ganzes Leben diese Steroide zu sich nehmen, was ja auch enorme Kosten verursachen. Aber auch jetzt mal ganz ehrlich, ich könnte damit nicht leben. Wenn du jetzt zwar einen super tollen Körper hast, aber jeder weiß, dass du Steroide nimmst, dann ist das nicht mehr dasselbe. Bei mir in der Familie gilt es jetzt schon als Standard, dass wenn man irgendwelche muskulösen Körper sieht und man weiß, dass sie Steroide nehmen, ist das direkt schon so ein bisschen, wie soll man sagen, also man ist halt einfach nicht mehr beeindruckt. Man denkt immer oder haben die Leute jedenfalls im Kopf, dass er diese Muskeln halt einfach nur mit diesen Steroiden aufgebaut hat und dass das gar keine harte Arbeit ist. Auch wenn es das halt nun mal ist. Aber das wissen die Leute halt eben nicht. Für mich ist es jedenfalls ganz klar, dass ich sowas nie einnehmen werde. Ich möchte sagen können, ich habe das natural geschafft und ohne irgendwelche Steroide. Und jetzt auch mal ganz ehrlich, hört ihr mehr Mädchen oder Frauen, die sagen, das ist mir jetzt aber zu viel, das ist jetzt wirklich schon zu viel, weniger Muskeln wären besser gewesen? Oder hört ihr mehr von den Leuten, die sagen, oh, da muss aber noch was drauf, das ist mir noch viel, viel zu wenig? Was ich jetzt so in letzter Zeit mitbekommen habe, ist, dass sie eher sagen, dass das oftmals einfach zu viel ist. Manche würden jetzt wieder sagen, ja, das würden die auch niemals auch in der Öffentlichkeit zugeben und sagen, dass die weniger Muskeln haben sollten. Ja, aber wenn man das halt jetzt auch nur mal privat hört, dann kann man da schon drauf vertrauen. Das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.